Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir sind schon unterwegs, wir sind fertig gemacht. Hier ist meine Maske, hier ist Medina. Sie macht gerade den Mittagsschläfchen. Wir konnten den leider nicht zu Hause machen, aber ja, sie macht den jetzt einfach auf mir. Wir müssen nämlich einkaufen gehen. Heute ist Samstag, die Struggles, Corona-Struggles. Let's go! Ein paar Sachen von Villa geholt. Aber das ist natürlich nicht unser ganzer Wocheneinkauf. Es geht dann noch zum Hofer. Wocheneinkauf ist somit erledigt, Freunde. Bezahlen und nach Hause. Was schätzt du? Ich sage 50. Ich sag 35. Endlich zu Hause. Und, Freunde, heute die Bestellung ist auch gekommen. Und unsere, schon das Urviel. Ja. Ja, unser Wocheneinkauf. Jetzt werden wir mal schön ausräumen. Und dann gehen wir wieder raus. Okay. Bestellung ist gekommen. Das gehört dir, glaube ich. Genau, ich habe mir auch was bestellt, das ist so eine Hose. Und wir haben einen Schneeanzug für Medina bestellt. Wow. Der etwas wärmer ist als diese Anzüge. Genau, der geht von beiden Seiten auf mit Reißverschluss. Und das Tolle ist, also der ist richtig warm, der ist innen drum gefüttert. Und ihr könnt die Füße hier umklappen. Ah. Okay. Und dasselbe, glaube ich, auch bei den Händen. Theoretisch habe ich auch noch Schuhe bestellt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die nehme. Medina kann noch nicht gehen, deswegen. Das ist so süß. Ja, das ist sehr süß. Falls sie, ich weiß nicht, ein Shirt oder sowas anhat, das ein Ausschnitt mäßig hat. Diese Robben können wir nur weiterempfehlen. Wirklich. Ja. Die können wir nur weiterempfehlen. Und ich war mir aber nicht sicher, ob ich das behalten soll. Was sagst du? Wie du willst, ich schaue es mir nur an. Handschuhe. Ja, das ist aber halt blöd. Ich mag diese Hoben nicht. Das, was sie hat, ist gut. Du setzt drauf und es halte doch. Es geht jetzt los. Wir gehen Eislaufen. Fun Fact, Momo war seit sehr lang. 7 Jahren nicht mehr Eislaufen und er kann gar nicht Eislaufen. Ich war auch seit 3-4 Jahren nicht mehr. Oha, Ufi, los. Geimpft oder genesen? Und FFP2. Wie viel haben wir gezahlt? 32. 32 Euro inklusive Schuhe ausleihen. Freunde, Momo geht jetzt aufs Eis. Ich habe mich schon 2 Runden so eingelaufen. Es könnte besser sein, aber ja, ich bin nicht hingefallen. Zu Hause den positiven Sachen im Leben essen. Ich mache es. War geil. Es war richtig schön, Freunde. Das Essen wurde auf Turboart gekocht. Es gibt Paprikahuhn. Ich habe Ärger geschummelt. Ich habe einfach Knorrbasis verwendet. Und ja, Hühnchen und Paprika selbst reingegeben. Hier gibt es Grießnockerlsuppe. Medina mag das sehr. Wir mögen das. Deswegen ja, essen wir das. Jajangbeet. Also hier fehlt noch Joghurt, Salz und Dille. Und hier wird gerade Reis gekocht, aber ihr seht ja alles, wenn es auf den Tisch kommt. Ist fertig, Medina hat auch schon Hunger. Extrem gekocht. Wir haben auch extrem Hunger. Super, für Medina gibt es nur dieses Nockerl, das mag sie sehr. Joghurt extra separat, weil ich will das auf meinem Reis geben. Bro, willst du Jajuk? Ja, ich will auch Jajuk. Okay. Normalerweise mache ich aber wirklich immer extra für ihn. Ja, deswegen habe ich gefragt. Aber heute habe ich auch Lust. Und ja, los geht's.
Also ich habe Medina gebadet, Zähne geputzt und schlafen gelegt. Momo hat währenddessen abgewaschen, Wäsche aufgehängt. Nein. Ja, er hat den Haushalt erledigt. Ich habe mich um Medina gekümmert. Und jetzt können wir es uns leisten zu chillen, denn Medina schläft, der Haushalt ist erledigt. Der Film ist so gut. Der Film ist krank. Spoiler nicht. Medina schläft. Sie hat sich vorhin so bewegt, Freunde. Das ist der Anfang des Bettes. Und nein, ich habe sie jetzt nicht so hingelegt. Sie hat sich selbst so hingelegt. Und dann war sie wirklich so knapp am Rand. Ja, sie schläft bei uns im Bett in letzter Zeit. Sie braucht Nähe. Aber sie war so nah am Rand und das ganz, ganz still. Also sie tut ein bisschen Schlafwandern. Aber ja, wir haben sie im Auge. So, da passiert was. Wir machen hier noch zu später Stunde Quarkbällchen. Und der Herr rührt hier am Boden fleißig, weil wir können den Hand... Passt du? Ja, nein, noch, mach noch. Okay. So, also hier haben wir mal Öl aufgewärmt. Was wird das überhaupt? Erklär mal. Das sind drei Eier. Eine Packung Magerquark, das sind 250 Gramm. 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker. Ein Backpulver und drei Vanillezucker. Zwei Vanillezucker. Aber das war schon richtig gut. Aber alles richtig, oder? Ja. Leute, wie sehen das war? Sie hat Monika gesagt, also, du musst sagen, was da drin ist. Und dann zählt sie auf. Es hört nicht auf. Aber er hat sich alles gemerkt. Ja. Und was wird das? Quark. Quarkmilch. Genau. Und das bereiten wir jetzt zu. Oh. Wir haben leider keine, ich glaube, Spritztüte heißt das oder sonst irgendwas. Wir werden sehr improvisieren. Ja. Was Spritztüte? Diese Tüte, wo das so rauskommt, bällchenmäßig. Aber das haben wir ja nicht. Wie? Was machen wir da? Improvisiert? Kommt nicht diese Quarkbällchen raus? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder geben wir es in den Gefrierbeutel und tun es dort rausgeben. Oder. Also machen wir einfach, bitte, ich check gar nicht. Machen wir einfach. Quarkbällchen. Schau, das hier da rein. Aschka. Das war auch ein Quarkbällchen. Auf jeden Fall, ja, wir müssen halt sehr improvisieren, wir machen es mit zwei Löffel. Das ist schon schön geworden. Ja, das ist ja auch meins. Schon meins. Schon meins, bitte. Ja, egal. Leute, ich habe doch eine Form gefunden. Aber. Aschen, was ist das, bitte? Aschen. Das ist Brot geworden. Ich glaube, wir brauchen viel was. Denn wir haben viele Quarkbällchen. Freunde, im Internet stand 12 Portionen, aber irgendwie ist mehr geworden. Leute, Schatz, manche sind wie Brötchen geworden. Diese hier zum Beispiel. Aber manche sind echt schön geworden. Aber manche sind echt schön. Für das, was wir das mit zwei Löffeln gemacht haben. Ich probiere jetzt eins. Mhm. Schaut, warte. Schaut, das habe ich gemacht. Das ist wirklich süß. Krank. Echt? War gut. Wir gönnen uns jetzt, Freunde. Ihr könnt es gerne nachmachen und uns schicken und ob es auch so geworden ist. Wirklich, es wurde gut geworden. Guten Morgen, Freunde. Andi ist gekommen und spielt auch gleich mit Medina. Malika macht Frühstück und Harry, sind doch alle müde. Wir sind jetzt schon im Auto. Andi ist meine Schwester abholen gegangen und wir fahren auch los. Es geht heute nämlich Rodeln, das erste Mal mit Medina, Family Day. Andi versucht hier reinzukommen, aber er darf nicht. Er darf nicht rein. Wir haben uns die Rodeln jetzt ausgeliehen, die kann man hier ausleihen, um 7,50. Haben uns drei Stück ausgeliehen. Pro Stück 7,50. Ja, pro Stück 7,50. Meine Schwester hat schon das Kind jetzt gerade. Und jetzt gehen wir rodeln. Dort ist die Rodelpiste. Und wie ihr sehen könnt, es ist richtig viel los. Und an die größere Kinder haben, hier kann man auch Skifahren. Also das ist so ein richtiger Anfänger-Skipiste. Es sieht richtig süß aus, wie die kleinen Kinder hier Skifahren. Ja,
Wir sind jetzt. Wir waren jetzt rodeln und. Wir sind fertig. Medina schläft, meine Schwester trägt sie. Ja. Wir sind jetzt wieder unterwegs. Und fahren das Nummer. Genau. Andi und mein Schwager sind auch hinten. Und ja, wir fahren alle zusammen dorthin. Und hier ist es richtig schön winterlich. Nicht so wie in Wien. Freunde, bei uns hat der Lockdown heute geendet und wir haben uns entschieden, zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Da hinten steht auch Frohes Fest. Family ist auch am Start und es geht los. Wir haben voll Hunger. Wir haben es reingeschafft, Freunde. An der Tür wurde, es gilt die 2G-Regel, genesen oder geimpft. Es wurde mit Ausweis kontrolliert und dementsprechend ist es eigentlich nicht so voll. Normalerweise wäre es hier immer so extrem voll. Was ich eigentlich gut finde. Also feiere ich. Fett. Wir sind einfach hungrig und wollen essen. Nein, das ist nicht. Wir haben uns noch was zum Essen geholt. Ja, geht so. Eigentlich für Medina. So kalt. Das schmeckt dir richtig gut. Sie hat auch schon voll Hunger. Natürlich kann sie nicht alles essen und wir essen auch. Wir sind jetzt auf dem Heimweg und wir mussten tanken, Freunde. Es brennt. Ich sag's euch, das wird noch mehr. Was glaubt ihr, was am Ende rauskommt? Mach genau 81 Euro. Auf das Töpfe! Wir sind zu Hause. Wie sagst du den Löffel dazu? Für die Suppe. Aha. Ja. Ich habe mir die Mango oder? Gegeben, aber mittlerweile liegt das, glaube ich, wieder irgendwo auf dem Boden, weil auf dem Tisch ist nicht mehr. Ja, Leute, wir sind always hungry. Es gibt noch Yum-Yum-Nudeln. Ja, nur so, das ist wie essen. Ja, wir haben keinen Hunger, wir essen, weil wir Bock haben. Wir essen aber, weil wir fett sind. Und ja, wir gönnen uns jetzt. Ich glaub, wir haben schon alles gesagt, glaube ich. Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen, oder? Freunde, Momo schneidet gerade das YouTube-Video für euch, beziehungsweise ist gerade dabei. Und ich merke, ich habe das Video nicht beendet. Aber ihr wisst, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht. Und? Abonnieren nicht vergessen. Weil? Es ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal.